Hallo und herzlich willkommen zurück in unserem wunderschönen Schiff bei Star Wars The Old Republic. So, wir werden jetzt mal ganz kurz auf unsere Weltkarte machen. Was wollte ich tun? Ich wollte diese Eskortenmission mal machen, damit ich euch das mal gezeigt habe. Und dann, Und dann machen wir irgendwas anderes. Ja. Ich muss gucken. Nein. Fondor-Eskorte. Das machen wir jetzt. Reisekosten 25 Kredits. Ja, ist kein Problem. Teilnahme. Ja. Ja, möchte ich gerne machen. Du musst diese Fähre ans Ende der Mission eskortieren. Wenn sie zerstört wird, ist die Mission gescheitert. Sorg dafür, dass die Fähre sicher an diesem Ziel ankommt. Zerstöre Jäger und so weiter und so fort. Alles klar. Dürfen wir hier ein bisschen rumschwirren mit der Maus oder mit der Tastatur? Okay, Batschies. So, ein bisschen rumballern hier. Die Raketen sollten wir uns noch aufheben. Der Sieg ist nah. Ja, der Sieg ist nah. Wir haben noch 3 Minuten, aber der Sieg ist nah. Wo steht denn das Leben der Fähre eigentlich? Bam, 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 bam. Geht kaputt, ihr Drecksimperium. Schweine, Backen, Junge. Alle kaputt hier. What the fuck? Ja, eigentlich könnte man hier mal eine Rakete draufballern, warum nicht? Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht. Ganz oft schaffe ich es nicht. Ganz oft schaffe ich es leider nicht. Niemand hält uns auf. Aber das macht ja auch nichts. Ab und zu mal ein Raketchen abschießen, dann geht das schon. Würde ich sagen. Aber dieses Schiff ist auch so dumm. Es fliegt einfach immer genau da an, wo man natürlich beschossen wird. Natürlich doch. Ist ja wohl klar. Muss er. Oh. Da. Da, auch noch eine Rakete. Ihr habt keine Ahnung, du. Ich weiß nicht. Besoffen. Ich glaube, die sind besoffen. Die gehen ja relativ schnell down. Da muss man halt ein bisschen länger drauf schießen, auf die Dinger. Und von den Sachen gibt es halt noch ein paar mehr. Kriegt man halt einen schönen XP für. Aber mehr auch nicht. Werde ich jetzt auch nicht so überschwänglich viel machen. Es gibt halt auch richtige Raumschlachten. Aber ich bin ein miserabler Pilot, wie sich herausgestellt hat. Deswegen, naja. Lassen wir es lieber. So, hier mal kurz kaputt machen. Kann man ja mal machen. Au, ey, nicht auf mich schießen. Ich muss sagen, es bringt gar nichts, auf die großen Schiffe zu schießen, weil, naja, die kann ich eh nicht kaputt machen. Bringt mir eh nichts. In Minute 18 müssen wir noch. Ist das Schiff noch in Ordnung? Ich habe überhaupt keinen Plan, ohne Spaß. Hier einfach ein paar Raketen abschießen. Nachlässige Verteidigungen. Ja, das sind halt Lutscher, ne? Da machst du nichts. Das Imperium halt. Die sparen, wo es nur geht. Hä? Warum ist der nicht kaputt? Der Arsch. So, 52 Sekunden, das ist immer so die Zeit, in der ich das dann ganz gerne verkacke, aber eigentlich, es sieht, glaube ich, ganz gut sogar aus. Ich habe keine Ahnung, wie das Schiff gerade steht, aber wird schon. So, und danach geht es ab nach Taris. Aber wir haben es, ich dachte gerade, wir haben es geschafft, aber da kommen immer noch welche. Mache den Weg frei! Ja, okay. Dann geht's halt ab nach Taris, dann schauen wir uns mal Taris an, nachdem der von Lord Malak zerstört wurde. Hat aber ganz schön Schaden genommen, jetzt wo ich das so sehe. Aber 8 Sekündchen noch, das schaffen wir. 8 Sekunden schaffen wir locker. Juhu, geschafft! Yeah! Und ein bisschen Erfahrung gekriegt, das ist schon ganz nice. Das ist schon ganz nice. Fast 14.000 Erfahrungspunkte. Ja, kann man mit leben. Sag ich mal. So, zack, das auch nochmal. Und dann wollen wir mal kurz gucken. Ja, wollen wir mal? Wollen wir mal gucken. Hier haben wir das. Was haben wir hier? Kostenlose Weltraummissionserfahrungsschub. Das finde ich super, dass wir das gekriegt haben. Brauche ich zwar nicht, aber ist egal. Ah, was ist denn das?
Achso, meine Angriffskraft geht runter. Ne, das wollen wir nicht. So, dann würde ich jetzt aber sagen, wir fliegen nicht nach Nachschadar, wir fliegen nach Taris. Taris ist nicht hier, Taris ist nicht dort, Taris ist genau hier. 16 bis 20, was war nochmal Nachschadar? Ich glaube ähnlich. 20 bis 24. Wenn wir mit Taris fertig sind, kommen wir da locker hin, ist kein Thema. So, Anflug auf Taris. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Ich setze mich mal hin. Oh, Schiff. Da. Hui. Da sind wir. Taris. Gut von euch zu hören. Der Rat hat eure Ankunft auf Taris bereits gespürt. Eine faszinierende Welt. Dieser Planet war nicht Teil meiner Studien im Tempel. Vor Jahrhunderten war Taris wie Coruscant eine lebendige Welt. Dann zerstörte ein mächtiger Sith-Lord an einem einzigen Tag die Städte des Planeten. Sie wurden zu dunklen, schmutzigen Sümpfen. Doch die Republik baute sie mit der Hilfe von Meister Syn Tykan wieder auf. Meister Tykan kennt diese Wildnis sehr gut. Wir bekamen regelmäßige Berichte von ihm, aber jetzt ist er verstummt. Das Ganze ist 400 Jahre her. Ihr denkt, dass Meister Tykan an derselben Krankheit wie Meisterin Yuan Pa leidet? Wir befürchten es, ja. Meister Tykan arbeitete eng mit seiner Padawan-Schülerin zusammen, Aris Voranel, und mit einem Captain der republikanischen Expeditionstruppen, Captain Nelex. Aris und Captain Nelex sind in der republikanischen Basis. Sie sollten bei der Suche nach Meister Tykan helfen können. Wir werden sehen, was wir für Meister Tykan tun können. Wenn Meister Tykan krank ist, schützt ihn, wenn möglich, und versucht mehr über diesen Seuchenmeister herauszufinden. Wir warten auf euer Wort. Viel Glück. Alright, man. Na gut, dann wissen wir soweit schon mal Bescheid. Wir gehen mal ganz kurz hier an unser Lagerchen. Denn das können wir theoretisch auch erstmal... Ich habe das noch gar nicht sortiert, aber das machen wir auch noch. So, das brauche ich auch nicht. Das zum Verkaufen, Verkaufen? Ja. Verkaufen. Alles verkaufen. Nehme ich noch einen kleinen Erfahrungsbonus, Schuhgedöns-Dings. Können wir auch noch benutzen, später. Oder gleich. Eigentlich können wir es gleich benutzen. Eine Stunde werde ich ungefähr aufnehmen. Vielleicht auch ein Ticken länger, ich bin mir noch nicht sicher. Aber wir schauen erstmal. Erstmal zum Schiffsausgang und auf Taris landen. Finde ich halt schön, dass sie Taris mit reingenommen haben, da man das in Kotor natürlich vernichtet hat und dass sie das auch beibehalten haben, also nicht gesagt haben, nur das ignorieren wir einfach und machen das wieder komplett neu. Sondern dass sie wirklich gesagt haben, okay, Taris ist zerstört worden in Kotor, das nehmen wir hier mit in unsere Story mit auf. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Komm, lass schneller. Die Ladezeiten sollten die mal verbessern, ey. Das ist ein bisschen... Das ist schon ein bisschen nervig. So. Wir sind auf Taris. Natürlich mit Kaisen Fetz. Ich habe ja noch keinen anderen Begleiter, aber ich glaube, wir bekommen auf Taris 9. Oder? Keine Ahnung. Könnte aber sein. Achso, ich kann. Hatte ich nicht schon hier? Hatte ich das nicht schon? Ja, Zappalotzia. Ganz viele neue Fähigkeiten, ja. Ich muss zu einem. Ich muss zu einem Meister, ich muss lernen. Aber erstmal benutzen wir diesen Fahrstuhl und fahren natürlich in den Hangar des Jedi-Botschafters. Wo soll ich denn sonst hin? So, guck ich gleich mal auf die Karte. Gibt es hier sowas wie einen Ausbilder? Nein. Okay.
Gibt's hier so einen Gleitershop? Bestimmt. Ich hoffe. Ich will endlich Gleiter fliegen können. Habe ich mir das aber nicht letztens schon gekauft? Ich weiß es nicht. Wollt ihr was? Ich kann jetzt nicht reden. Tut mir leid. Ja, dann rede nicht. Auch gut. Willkommen auf Taris. Auch schön, das hier war ja früher die Stadt, ne? Wir waren ja in Taris auch hier unten in den Sümpfen und so. In KOTOR 1 noch. Hier haben wir ein... eine Heldenmission von den Japanern, ist klar. Oh, shitty, ey. Haben wir aber viel. Ja, wir nehmen die einfach mal... Was? Erstmal alle annehmen. Und dann haben wir hier das. So. Wir warten schon seit Wochen. Und diese Viecher verpesten immer noch unser Eigentum, während ihr jämmerlichen sogenannten Verteidiger der Republik euch in der Basis sonnt. Dies ist eine Militäroperation, Sir. Dieser Planet wurde nicht für zivile Bewohner freigegeben. Mein Bruder wollte euch nicht beleidigen. Doch unsere Familie träumt schon seit 3 Generationen davon, unseren Platz auf Taris wieder einzunehmen. Und jetzt von diesen Dingern aufgehalten zu werden... Es ist nie schön, einen Soldaten der Republik zu sehen, der einem der Seinen die Hilfe verwehrt. Das ist nicht wahr. Ihnen zu helfen, nicht umgebracht zu werden, ist auch Hilfe, oder nicht? Taris ist unsere Heimat. Wir werden nicht warten, bis die Armee sich das Beste davon heraussucht und uns die Reste hinwirft. Die Republik hat unsere Aufzeichnungen bestätigt. Aber ein paar Gesetzlose haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Im ganzen Perimeter wimmelt es von Sicherheitsdroiden. Ihr müsst vorher irgendeine Gefahr beseitigen? Es sind keine Rakgule oder so etwas. Etwas lebt dort. Empfindsame Wesen. Sie haben überall im Perimeter Sicherheitsdroiden verteilt. Das ist ein Kriegsgebiet. Wir wurden fast umgebracht, als wir unser Eigentum betreten wollten. Die Republik kümmert sich um jegliche solcher Inbesitznahmen durch nicht einheimische Lebensformen, abhängig von ihrem strategischen Wert. Ich würde gern helfen, wenn ich kann. Ja, sag diesem Feigling, dass wir die rechtmäßigen Besitzer sind und er uns helfen muss. Ihr seht aus, als könntet ihr es schaffen. Wenn ihr das Gebiet erkunden wollt, ist das eure Wahl. Wärt ihr wirklich bereit, für uns ein solches Risiko auf euch zu nehmen? Euer Anspruch erscheint rechtmäßig. Hervorragend. Dann viel Spaß. Wenn irgendwas Wichtiges vorfällt, könnt ihr ein Formular im Hauptquartier ausfüllen. Wir müssen nur diese verdammten Droiden ausräuchern und herausfinden, wer sie kontrolliert. Ich kann mich um den Rest kümmern. Na, Spaß werde ich haben. Ich muss erstmal ganz kurz in meinem... Nee, Logbuch. Warte mal kurz. Blablabla. Ich würde mal die erstmal alle wegmachen. Rückforderung, okay. Warte mal, wir haben hier auch einen Briefkasten. Da muss ich mal kurz in den Briefkasten. Kann ich das hier... Haben wir das schon oder haben wir das noch nicht? Nee, haben wir glaube ich schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Schade. Was ist denn hier los? Ich erhole mich gut. Mein teurer Schüler. Mein Verstand wird jeden Tag klarer. Sio hat mir von deinen Taten... auf Coruscant berichtet. Dieses Schutzritual hat dich und die Nötikons allerhand gekostet. Es ist eine kostbare Gabe, doch das ist dein Leben auch. Also sei vorsichtig, dass du dich nicht übernimmst. Ich schreibe dir, weil ich eine Reihe von Materialien gesammelt habe, um dir bei deiner Ausbildung auf Tython zu helfen. Wegen meiner Krankheit und deinen besonderen Umständen wurden sie nicht gebraucht. Ich schicke sie dir, jetzt, in der Hoffnung, dass sie dir oder Kaisen nützlich sind. Vergiss nicht, das Bestehen der Prüfungen stellt einen Wegpunkt auf deiner Reise als Jedi dar, nicht ihr Ende. Ich muss mich ausruhen, pass auf dich auf, meine Gedanken sind bei euch beiden, Yuan. Was schickt sie mir? Geld. Toll. Ah, alles klar. Was? Dein Gefährte Nico Oka ist da. Danke, dass du dich unserer Knights of the Fallen Empire Community angeschlossen hast. Im Zuge der Abonnement-Belohnungsaktion hast du den legendären Revolver-Helden Nico Oka als Gefährten freigeschaltet. Als berüchtigter Schmuggler
der einfach alle Tricks kennt, ist Nico der perfekte Verbündete, wenn es mal gefährlich wird. Du kannst Nico treffen und mehr über ihn erfahren, wenn du Kapitel 9 von Knights of the Fallen Empire beendet hast. Wenn du aber lieber direkt mit ihm losreisen möchtest, nutze den angehängten Gegenstand, um Nico jederzeit als Gefährten freizuschalten. Wenn du diesen Gegenstand verwendest, kannst du trotzdem seine Rekrutierungsmission spielen. Nico ist nach der Rückkehr des Sith-Imperiums von der galaktischen Bildfläche verschwunden. Kürzlich wurde jedoch in den Kantinas des wilden Raums immer wieder ein Mann gesehen, auf den Nikos Beschreibung passen könnte. Wenn irgendjemand den Captain der Redshifter davon überzeugen kann, aus dem Ruhestand zu kommen, dann du. Halte bei deinen Abenteuern ein Auge nach ihm offen. Möge die Macht mit dir sein.